Hallo, willkommen zu Arts Show. Es gab lange keine Arts Show und jetzt gibt es ja wieder. Und ich habe heute einen besonderen Gast, das ist Julia. Julia malt gerne, zeichnet gerne und sie singt musiziert gerne. Genau. Was singst du gerne, Julia? Normalerweise singe ich Jazz. Oh. Und Pop vielleicht ab und zu, aber Jazz am meisten. Okay. Julia ist ursprünglich aus Moldawien. Ich bin aus Georgien, also uns verbindet ein Land, das früher UdSSR ist. Genau. Aber heute sind wir in Deutschland. Und was werden wir heute machen? Heute werden wir Wein trinken. Sehr gut. Das heißt, Wein und Kunst, nicht umsonst heißt heute unsere Sendung, wir werden Wein trinken und so ein bisschen Sommelier spielen, mhm, genau. Und dann den Geschmack auf die Leinwand übertragen. Deswegen liegt die Leinwand auf dem Tisch, weil wir nass in nass Technik malen werden. Das heißt, wir werden die Farbe verdünnen und auf die Leinwand gießen. Ich bin sehr gespannt, wie heute unser Bild wird. Ich auch. Bevor wir loslegen, kann ich euch sagen, diese Art von Malerei oder Technik oder was auch immer, könnt ihr zu Hause machen, wenn ihr ein paar Leute eingeladen habt, die sich mit Kunst so ein bisschen auskennen, Kunst mögen, Weine, und könnt ihr dann zusammen malen. Ihr könnt ja sehr gut die Zeit damit verbringen. Was machen wir nämlich? Wir werden einige Weine ausprobieren. Wir haben georgische, moldawische, portugiesische, portugiesische Weine und wir werden den Geschmack testen, aus dem Geschmack dann eine Farbe machen und auf die Leinwand gießen die ganze Zeit und dann spielen wir mit den Leinwand. Ja? Hast du sowas schon mal gemacht? Noch nie. Aber du hast ja auf dem Workshop bei mir teilgenommen. Auf jeden Fall, aber das war Werkeltechnik oder was war das denn? Das war einfach abstrakt. Abstrakt, genau, genau, abstrakt. Ja. Ich bin gespannt. Okay. Also, wir wählen jetzt die erste Farbe, die Trägerfarbe. Kann sein, dass diese Farbe irgendwann verschwindet, aber es ist besser, wenn die Leinwand andere Farbe hat. Was wäre jetzt deine Wahl der Farbe? Du entscheidest. Also, entweder lila oder hellblau. Ich bin für Lila. Ich bin auch für Lila. Okay, dann machen wir jetzt Lila. Können wir direkt auf der Leinwand machen. Wie macht man Lila? Blau. Blau und rosa. Und rosa, genau. Die war ein bisschen heller, weil die Farben immer dunkler werden. So, jetzt kannst du das mischen. Da sind ja die Pinsel, genau. So, ein bisschen rosa noch. Ja, das wird. Noch mehr? So, jetzt verdünnen wir das erstmal mit Wasser. Wein kommt später, aber Wein kommt nicht in die Farbe. Wein kommt in uns. Ah, das ist doch eine schöne lila Farbe. Okay, das hast du sehr schön gemacht. Hier. Wir können das damit jetzt machen. Das kann ja weg. Also, wir grundieren sozusagen die Leinwand. Verdünnen. Mehr Farbe meinst du? Ne? Später verdünnen das. Das ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Das ist einfach, dass überhaupt etwas drauf ist.
Warum magst du lila? Ich mag seit Kindheit lila. Ja, das ist einmal deine Lieblingsfarbe? Ja, das ist, also lila war auf jeden Fall immer meine Lieblingsfarbe. Hellblau auch. Keine Ahnung, ich habe gehört, lila ist Lieblingsfarbe immer bei psychischen Menschen, bei Menschen, die irgendwie psychisch krank sind. Wirklich? Ja. Ist es so? Also ich bei mir hoffentlich, ja. Aber ich liebe einfach lila Farbe. Lila hat eine sehr starke spirituelle Wirkung. Genau, ich weiß. Das macht die Menschen immer mehr so entspannter. Ja, das kann sein, ja. Und was ist deine Lieblingsfarbe? Also, hat ein Künstler eine Lieblingsfarbe, meinst du? Ich glaube, ein Künstler hat Hasen. Hasen. Okay, ich kann mich schon ein Künstler erinnern, aber ich habe eine Lieblingsfarbe. Du hast eine Lieblingsfarbe, ja. Meine Lieblingsfarbe ist schwarz. Nein. Aber schwarz ist keine Farbe. Nein, ist es nicht. Nee, also, ich habe ja die ganze Zeit immer gesagt, wenn man mich gefragt hat, Bijan, was ist deine Lieblingsfarbe? Dann habe ich gesagt, hat ein Künstler eine Lieblingsfarbe? Ich liebe alle Farben. Alle Farben sind meins. Nein, ich finde, ich aber heute hatte ich noch einen Online-Kurs aufgezeichnet. Und in diesem Online-Kurs ging es darum, da waren mehrere Fragen. Und die haben mich selbst gefragt. Und was ist deine Lieblingsfarbe? Also musste ich vor der Kamera antworten. Dann habe ich ja unbewusst geantwortet. Blau! Also muss es blau sein. Ich wusste einfach nicht. Ich habe daran gedacht. Ja, tatsächlich habe ich ja meine Bilder letzte Zeit betrachtet und überwiegende Farbe ist blau. Ich ist blau. Irgendwie habe ich ja daran gedacht, dass deine Lieblingsfarbe blau ist. Ja. Okay. Dann ist es blau. Gut, dann ist hier auch blau. Wir haben das auch blau gemischt. So, alles drauf, nicht geizen, alles drauf machen. So, ich glaube, das reicht. So, jetzt werden wir unseren ersten Wein probieren. Wir wollen es nicht nennen, die Weine. Sonst wäre das Werbung für jemanden. Ne? Einfach georgischen Wein erstmal. Okay. Das ist ein Weißwein. So. Probierst du es? Wir probieren das jetzt. Und mal gucken, wie der Geschmack so ist. Auf die Kunst. Magst du jetzt mal sagen? Also Wein finde ich ein bisschen sauer für mich. Sauer? Ich mag mehr so lieblich. Aber woran erinnert dich jetzt so geschmacklich? Was meinst du genau? Farbe oder? Ja, farblich auch, wenn das jetzt eine Farbe hätte. Unabhängig davon, wie der Wein selbst aussieht. Welche Farbe hat das jetzt für dich, der Geschmack? Dunkelgrün. Dunkelgrün, okay. Ich habe das auch gedacht, und zwar so, ich habe an Apfel gedacht. Grünen Apfel. Grüne Apfel, das ist der Säurewein, okay. Säure. Das heißt, wir werden jetzt ein dunkel, ja, oder einfach so grün. Okay. Und zwar Farbe und dann 50-50. Farbe, na, 60% Farbe, 40% Wasser. Es muss sehr dünn sein, deswegen heißt es nass. Und wir werden das gießen. Okay. Das ist jetzt mal. Was wünschst du dir zu der Farbe? Noch etwas Dunkles? Eigentlich wollte ich gelb drauf packen, aber dann ja, so gelblich-grün dann, ne? Ja. Okay. Misch das jetzt mit Farbe wieder. Ich würde das mit Blau mischen, genau, das sind die Pinsel. Misch es erstmal.
Also so würde... Nee, ich brauche nur ein bisschen Weiß. Was brauchst du? Also bei mir sieht es schon gut aus. Sieht gut aus? Okay. Also, das ist so, ja, so die Richtung. Ich mach das, aber ja, fang mal an. Das hier? Ja, aber du hast ja deinen Geschmack bei anders. Okay. Gut. Eigentlich hast du diese Farbe, aber okay. Ja, wirklich? Ich mag das. Was können wir da machen? Nee, egal. Aber es ist gut für die zum Mischen. Ja. Gut, dann kommt ja noch Wasser rein, durchmischst du. Und wir mischen das jetzt kräftig. Es soll ja flüssig werden. Mhm. Und das ist unser Weingeschmack. So, wenn das gut gemischt ist, was machen wir jetzt? Wir gießen jetzt einfach drauf, wo du möchtest. Das ist jetzt unser Weingeschmack. Okay. Und dann spielen wir ein bisschen damit. Okay. Ja, guck mal. Das kannst du machen, so ein bisschen in die Richtung auch. Weil danach kommen ja andere Farben. Ja. Die mischen sich und dann ergeben sich gute Effekte dadurch. Wir könnten jetzt noch ein bisschen Flüssigkeit gebrauchen. Ich glaube schon. Ja. Dann habe ich doch in meinem Becher noch mal Wasser da reingetan. Das kannst du in deinem Becher auch. Mhm. Und dann gießt du mir das noch mal drauf. Okay. Ich würde sagen, damit jetzt mehr Effekt, du kannst da drauf gießen und ich mache das auf da. Mal gucken, was dann passiert. Schöne Farbe. Genau. So, jetzt machen wir das von hier nach da. Ja, schon entstehen ja sehr, sehr interessante Effekte. Übrigens, das ist nicht Pouring, ne? Pouring ist ja im Moment sehr verbreitet, jeder macht Pouring, aber das ist ja was anderes, das ist nicht Pouring. Das ist klassisches Nass in Nass. Okay, ich glaube, das reicht. Das reicht. Das Lila und Grün schon zusammenpassen. Können wir so lassen. Können wir verkaufen. Nee, noch nicht. Okay, aber dann lassen wir das erstmal so. Also das war jetzt dieser Wein. Guck mal, da entstehen ja schon sehr interessant. Das ist auch hier. Okay, dann beenden wir den Wein jetzt. Jetzt kommen wir zu einem anderen Wein. Das ist ein anderer georgischer Wein. In letzter Zeit ist die Rede von goldenen Wein. Mhm. Und das war ein goldener Wein. Zum ersten Mal habe ich über goldenen Wein gehört. Ich habe noch nie gehört. Ja, die Weinkenner kennen das. Mhm. Das sind die Weine in Georgien, die in Amphoren hergestellt werden. Quevri heißen sie. Okay. Und diese durch die Maische ist ja, was die Traubenmasse, die gepresst wurde. Ne? Das bleibt ja unten in diesem Quervi und durch diese Maische entsteht dann so eine goldene Farbe. Und jetzt werden wir das gucken. Und das ist, weil der andere Wein war auch Weißwein, aber hat ja so grünlich-weißen. Und das hat goldene Farbe. Und mal gucken, wie du das jetzt empfindest, Julia.
mehr so sauer, aber hat den Geschmack von Sandor. Sandor. Ja, Julia meint die ganze Zeit, es wäre Sandor. Genau. Und Sandor kenne ich. Sandor wächst sehr viel auf Rügen, Insel Rügen. Und das hat tatsächlich diese Farbe. Und okay, welche Farbe würdest du jetzt benutzen? Rot. Rot? Das hat einen roten Geschmack für dich. Ich habe sogar Gold. Das können wir auch benutzen. Okay, ich habe Gold. Aber du bist ja rot. Okay. Dann geben wir jetzt Julia Gold und Rot. Ja, dann haben wir so Metallic. Rot. Okay. Mischfabrik hier. Sehr gut. So. Okay, dann mischst du das erstmal und dann sagst du mir, wie viel dir reicht. Und Gold und Rot. Und für mich, ja, es ist so orangige, orangig Gold. Okay. Das heißt Rot, Gelb und Gold. Magst du überhaupt Gold? Ich mag Silber mehr. Ich weiß nicht, Gold mag ich nicht so sehr. Und du? Ich mag nicht Gold tragen, aber für die Bilder. Aber Gold für die benutzen Bilder? Mag ich schon, ja. Silber, ich bin einfach Fan von Silber. Ich mag Silber tragen und Silber zeichnen. Mit Silber zeichnen. Ich brauche noch mehr Gold. Man sagt, die Russen würden mehr Gold werden. Ich weiß, aber ich bin keine Russin. Nein, nein, ich meine nicht wegen dir, aber ich weiß, stimmt das? Du bist ja mit Russland sehr verbunden, mit Weißrussland. Ne? Aber in Weißrussland sind Menschen einfach ein bisschen so entspannter als die Russen. Ich finde, die Russen sind mehr, also sie wollen einfach zeigen, was sie haben, so dein Geld zeigen. Deswegen es gibt so ein Klischee, dass die Russen immer Gold mögen. Und ich bin damit auch einverstanden, weil es gibt solche Menschen. Ja. Aber bei uns sind alle ein bisschen entspannter einfach. Sie wollen kein Geld zeigen, weil die sind mehr so. Ja, die Weißrussen sind sehr entspannt und irgendwie gütig. Ne? Ja, genau. Ja, andere. In Russland ist es voll anders. Mhm. Ich habe auch bemerkt, in Moskau, die Menschen wollen einfach dein Geld zeigen und ich finde das so. Als Statussymbole, ne? Ja, genau. Das ist fürchterlich. So, Wasser? Ja, Wasser. Hast du Wasser? So, zeig mal deine Farbe, wenn du das fertig hast. Oh, das ist ja rötlich. Was ist das? Ich merke kein Gold, aber. Ja, dann können wir nochmal noch. Ja, klar. Wir haben Gold genug. Wir haben sehr viel Gold. Das ist Goldfabrik bei dir. Vielleicht noch ein bisschen. Nee, Geld wolltest du nicht. Weißt du, man merkt doch auch mal. Gold. Man merkt doch, doch, man merkt. Ein bisschen nur. Guck mal, das ist so. Ja, okay, das ist gut. Das sieht genauso wie dieser Blüppig aus. Ich vergesse die ganze Zeit. Das ist Sandor. Sandor. Das sieht genauso wie okay, Sandor. Ich glaube, wir brauchen ein bisschen mehr Wasser, damit wir mehr hin und her bewegen können, die Farbe. Okay. So, jetzt können wir so ein bisschen spielen mit Flüssigkeit und mit der. Also die kleine vielleicht so. Ein bisschen hier, ein bisschen da. Genau. Okay. Und dann gucken wir, was passiert. Weißt du, wegen dieser grünen Farbe habe ich so eine Vorstellung von Coronavirus einfach. Das wollen wir jetzt nicht hören. Oh, guck mal, das ist ja sehr hübsch. Okay, dann können wir jetzt noch die Stelle, wo noch keine Farbe gekommen ist. Perfekt. Können wir ein bisschen spielen? Genau, ein bisschen spielen. Nicht zu viel, das kannst du ein bisschen heben vielleicht, so ganz wenig. Und immer gucken, wohin die Farbe geht, was sie verbindet, was sich nicht verbindet. Ne?
versuchen, dass es nicht so rauskommt. Ja. Wenn was rauskommt, ist es nicht schlimm, aber wenig, ne? Ja. Also diese Technik ist sehr gut, wenn man zum Beispiel jetzt, ja, wenn man keine Idee hat. Ne? Und ja, meistens hat man ja keine Ideen, aber damit kann man ja anfangen und dann kriegt man Ideen. Dann entstehen ja plötzlich ganz tolle Formationen, aber man muss ja nicht übertreiben. Das gestellt ganz schöne Farbe. Ja, ja, das ist schon mal sehr, sehr interessant. Das machen wir, das kommt alles. Erstmal geht es darum, dass wir so die Mitte machen und hinterher behandeln wir das Ganze. Aber wenn das hier so steht, die Farbe arbeitet von alleine. Okay. Also da wird ja einiges noch passieren. Zeit für moldawischen Wein. Meine Heimat. Deine Heimat, ja, moldawischer Wein. Kennt man das in Deutschland, moldawischen Wein? Ich glaube in Deutschland nicht, aber auf jeden Fall sind die so Länder, USSR-Länder, auf jeden Fall. Alle finden moldawischen Wein best one einfach. Okay, dann probieren wir das jetzt einfach. Ich hoffe, dass es gut ist. Das ist Pinot Grigio in Moldawien hergestellt. Ich sage nicht von mir. Ich bin so stolz auf Moldawien. Du liebst Moldawien. Auf jeden Fall. Was ist so besonders an Moldawien, bevor wir jetzt den Wein trinken? Auf jeden Fall kannst Wein. Du hier den Menschen sagen? Immer wenn man an Moldawien denkt, es kommt einfach Wein vor und jeder denkt an Wein. Also USSR-Länder auf jeden Fall. Deutschen, einmal ich hatte... Was sagen die Deutschen? Ich hatte einmal so einen Fall. Ein Junge meinte zu mir, woher kommst du? Ich meinte, ich komme aus Moldawien. Er meinte, ja, wir müssen einmal nach Moldawien fahren, da gibt es Meer und so weiter. Und ich meinte, da gibt es überhaupt kein Meer. Er meinte, ja, aber da gibt es mehr. Er dachte, dass Moldawien Maldiven sind. Und, weißt Malediven? Maldiven? Oh Gott. Er dachte, dass Moldawien einfach Maldiven sind. Er meinte, wir müssen da Urlaub machen. Ich dachte mir, wo bitte? Weil ich kenne Moldawien, da gibt es kein Meer, nichts Besonderes. Ja, weißt, wenn die Worte so ähnlich sind manchmal. Genau. Nee, er kam aus Afghanistan oder so und Moldawien heißt bei den Maldiven dann. Und deswegen dachte er vielleicht, Maldiven und so, und ich denke mir so, okay. Ich habe das früher, ganz vor lange, lange Zeit auch erlebt. Ich hatte jemanden kennengelernt und dann sagte ich, ich komme aus Georgien. Und sie sagte, meine Mutter spricht Serbisch. Wo ist denn das hier? Sie dachte, in Georgien ist auch in Jugoslawien. Aber weißt du, so bis 2019 wusste ich nicht, dass Georgien... Grusia ist und so, weißt du? Ah, Grusia ist auf Russisch. Grusia, ja. Du aber dachtest, ich wusste nicht, Georgien ist was anderes, weißt Georgia, du? Georgia, das ist United States. Ja, ich dachte ehrlich, Georgia ist United States und so weiter. Ich wusste gar nicht, Georgia, dass Georgien jetzt auf Russisch Grusia bedeutet, weißt du? Ich wusste das gar nicht. Okay, jetzt trinken wir moldawischen Wein. Jetzt trinken wir auf Moldawien. Auf Moldawien. Jetzt musst du deine Meinung sagen. Oh, ja, gut. Ich habe sofort einen Geschmack. Welchen? Nüsse. Da war irgendwas Nussiges. Wie bitte, warte. Das ist ja, also völlig anders als die beiden. Das auf muss jeden ich, Fall, gut, aber bei gut. mir überhaupt keine Nüsse. Nee? Na, es ist Geschmack-Assoziation, das ist alles sehr verschieden. Ne? Es muss ja nicht immer objektiv sein. Wir denken, das ist sehr objektiv, aber irgendwas Nussiges hat es. Sehr interessant. Muskatnuss. Muskatnuss. Okay, Muskatnuss hat doch was bräunlich. Dunkelbraun. Ich wollte auch sagen, das ist dunkelbraun für mich. Okay, also du machst es dunkelbraun. Ja. Ich werde beige machen. Das ist so in die Richtung, aber ein bisschen hell, damit unser Bild kann ein bisschen mehr Farbe ertragen. Okay. So, wir machen jetzt Braun. Wir haben kein Braun hier, aber wir machen Braun mit Rot und Grün. Farbentechnik. Farbenfabrik meine ich. Natürlich Farbenfabrik. Mit der Fabrikanten. Bischans Farbenfabrik. Genau. Wer in der Grenze nimmt.
Und bisschen gelb noch. Kannst jetzt mischen und gucken, ob das für dich reicht. So, bei mir das gleiche und dann sehr viel Weiß. Muskatnuss. Passt schon. Pfeffer? Ja, alles gut. Ja, guck mal, ist ein bisschen heller, aber ich glaube, ich brauche noch... Sie ist ein bisschen rot. Nein. Okay, schon ein bisschen weich. Aber auch rosa. Schon rosa. So nude rosa. Okay, dann machen wir ein bisschen rot. Bei mir ist schon gut. Genauso wie Muskat. Okay, alles gut, da kannst du sowas. Okay, Timer, dein ist Muskat auf Muskat. Ja, jetzt genau Muskat, okay. Muskadett. Warte, ich packe was drin. So, jetzt kommt Wasser rein. Und jetzt treffen wir die Stellen, die noch keine Farben abbekommen haben. Okay. So, jetzt versuchen wir die Ränder lassen wir erstmal. Mhm. Das kommt ja noch. Okay. Also guck mal, die okay. Hier die Stellen. Jetzt müssen wir nicht so viel gießen. Nicht so viel gießen, erstmal so ein bisschen damit spielen. Das ist deine Heimat. Wir gießen moldawischen Wein sozusagen. Ich bin sehr stolz drauf. Guck mal, ganz Moldawien guckt dir zu. Hallo Moldawien. Ich habe. Hi. Ich grüße meine Familie in Moldawien. Genau. Bist du stolz auf deine Mama? Oder? Ich bin sehr stolz auf meine Mama und auf meinen Vater auf jeden Fall. Genau, die gucken zu. Ich hoffe, dass sie das gucken. Aber ich hoffe, dass alle Menschen in Moldawien mich sehen. Die verstehen die Sprache jetzt nicht, oder? Ja, die ist auf sie, dass Moldawien ja wieder. Sag was auf Moldawisch. Auf Rumänisch. Rumänisch, genau. Salut. Das ist ja rumänische Sprache eigentlich, genau. Das wissen ja viele gar nicht. Ich weiß das, ich habe es nur so versprechen. Ich glaube nicht. Doch, ich weiß das natürlich. Okay, hoffentlich. Viele wissen das gar nicht. Glaube ich. So, haben wir jetzt genug? Ja. Hast du alles gegossen? Mhm. Eigentlich schon, aber ich packe ein bisschen mehr Wasser. Das ist auch gut, wenn man das so macht. Genau. Okay, und jetzt, wir haben sehr viel Flüssigkeit, deswegen müssen wir sehr vorsichtig. Also ich zeige es dir. Genau. Ganz wenig bewegen. Sonst es kann sein, dass wenn es sich zu viel vermischt, ne? Kann da so eine Matsch, ne, so Dreck entstehen. Deswegen muss man sehr vorsichtig so in alle Richtungen drehen, aber sehr vorsichtig, so, damit Muskatnuss auch bleibt. Okay, das kannst du machen. Sehr vorsichtig, immer sehr vorsichtig. Das ist hier, was wir haben. Zufall, aber wir dirigieren Zufall, ne? Der Zufall kommt von uns. Aber diese Farbe passt schon zusammen, denke ich. Finde ich. Es gab einen deutschen Film über einen Handwerker, der immer gesagt hat, was nicht passt, wird passend gemacht. Was hier nicht passt, machen wir passend. Ne? Also, okay, wir müssen noch in diese Richtung, glaube ich. Das hier. Kennst du einen moldawischen Roséwein? Ja, auf
Auf jeden Fall. Ja, in Georgien ist es nicht so bei verbreitet. Uns gibt es so viele Rosé. Wirklich? Weine. Okay. Als ich in Moldawien war, habe ich nur Rosé gefunden. Ah, okay. Sehr gut. In Georgien also, nicht? Nein, also in Georgien gibt es sehr viele Farben, aber Rosé. Kennst du Kagor? Moldawischer Wein. Hast du mir neulich erzählt, ja, Kagor. Kagor, ja. Genau. Wir haben du sehr warst viele. Enttäuscht, dass ich das nicht kannte. Ja, okay. Auf jeden Fall, ich bin immer enttäuscht, dass jemand über Moldawien. Ja, auf jeden Fall. Moldawien ist sehr klein, keiner weiß davon. Ja, wir kennen moldawische Wein. Sehr gut. Das freut mich schon. Aber ja, Kagor, es gibt sehr viele Rosé. Weins und so weiter. Mhm. Das freut mich so sehr. Als ich in Moldawien war, habe ich nur Rosé getrunken. Okay. Wir haben jetzt einen portugiesischen Wein. Ich hoffe, ich werde nicht enttäuscht. Und Portugal ist auch so ein bisschen Moldawien, weil das ist eine romanische Sprache. Ja. Und moldawische Sprache gehört zu romanischen Sprachen, also so Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, auch Französisch. Französisch. Ja. Und das ist alles eine Familie? Ja. Okay. Das gucke ich. Dann trinken wir jetzt Rosé. Mal gucken. Auf ja. Unsere Heimat. Auf die Heimat. Es ist nur eine Heimat. Genau. Wie ist im Herz? Für immer. Das ist ja das völlig ist, andere Geschichte. Das gefällt mir am meisten ja? Von allen, die wir getrunken haben. Ja, das gefällt okay, mir. Dann musst du dir diese Marke merken. Das gefällt mir ehrlich am meisten. Ich dachte, Rosé wird nicht so gut sein. Mhm. Ja, Rosé sind immer schlecht. Immer. Ja, genau. Aber Rosé gefällt mir am meisten. Sogar mehr als moldawischer Wein. Okay. Und so ist das, auch, ne? Das hat so einen Geschmack von Pflaumen irgendwie für mich. Pflaumen? Pflaumen, okay. Pflaumen haben ja viele Farben. Es gibt ja rote Pflaumen, es gibt ja grünliche Pflaumen, es gibt ja diese dunkel-lila, blau Pflaumen. Was wäre jetzt so für dich? Dunkel-lila. Weil wir dürfen das nicht täuschen von Rosé, Rosé, aber es ist nicht Rosé-Geschmack. Ne? Geschmack ist was anderes. Also für mich ist das dunkelblau vielleicht. Dunkelblau. Lila, dunkelblau. Sehr gut. Okay, ja, dunkelblau fällt uns jetzt. Ja, wir sind. Ja, wir haben diese hellblau hier. Das ist ja nicht hell, aber es ist ja normales Blau. Aber wir werden daraus was Dunkles machen. In Bijans Farbfabrik. Okay. Aber Hauch. Mal gucken, was draus wird. Noch nicht ganz? Hellblau, nee, ein bisschen dunkler. Aber ich will ja nicht grau machen. Aber ich glaube, das sieht einfach dunkelblau aus. Kann das sehen? Ja, wir tun das so. Okay, das ist deine Farbe. Aber das geht auch so ein bisschen in lila, oder? Mm. Diese Pflaume, ne? Da können wir so ein bisschen mehr. Wollen wir? Ja, also ein bisschen mehr. Also dunkellila. Und, aber ich habe gar nicht gesagt, was ich dabei. Ich muss ja nochmal trinken. Ist gut, ne? Mm. Guter Wein. Hey, das ist voll. Viel besser als moldawisch und georgisch, aber ich bin so enttäuscht. Das will ich nicht gehört haben. Ich habe immer noch keine Lila. Selber? Okay, noch mehr.
Aber es darf nicht zu lila werden, wie das. Ich weiß, ich muss. Ich bin immer vorsichtig, Farben. Lieber weniger, weil wenn es zu viel ist, dann ist es zu spät. Mirabelle. Erklär mal. Du weißt gar nicht, was Mirabelle ist. Die Menschen, die das nicht kennen. Doch, die Menschen kennen Mirabelle. Mirabelle ist. Das ist eigentlich mehr so grünlich. Das ist so eine Soße in Georgien. Okay. Mirabellensoße, sag mal. Ich kenne das nicht. Das gibt's. Das verschluckt. Das wird immer noch so blau. Und Mirabellensoße ist so. Kennt das nur georgische Menschen? Das ist nur georgische Kosmos, ja. Russen kennen das. Gemali heißt das. Ich bin nicht Russen, deswegen ich kenne das nicht. Dann würde ich. Aber ich vergesse jetzt meinen Geschmack. Ich würde es gut finden, wenn Roséfarbe hier reinkommt. Weil der Wein Rosé ist, ich nehme einfach Rosé. Ich glaube, das wird auch passen. Sag mal, was macht deine Farbe? Ja, ich glaube, das ist. Doch, das ist. Glaubst du? Okay, schon lila ist das, aber genau. Das ist genau, okay, ein bisschen dunkler ist das. Weil das sieht immer anders aus, ja, okay. Ne? Soll ich Wasser da reinpacken? Bisschen Wasser, ja. Okay, dann. Ich mache jetzt klassische Rosé oder Rosa, Pink, Magenta, was auch immer. Bisschen Weiß. Sollen wir noch lila machen? Mehr lila? Ich glaube auch. Das ist einfach die ganze Dunkelbau. Unglaublich. Immer noch. Nein, komm, das ist jetzt richtige Pflaume. Das sieht nur da. Ich gebe mir Mühe. Das ist eine richtige Mädchenfarbe. Das ist immer noch schon seit. Komm mal, einfach das ganze letzte Mal, komm. Einfach, genau. Aber ich habe mir Mühe gegeben, komm. Okay. So, jetzt, weil wir sehr viele Flüssigkeit hier haben, tropfenweise. Nicht sehr viel, erstmal die Mitte wahrscheinlich, ne? Du kannst zum Beispiel Ränder machen. Wenn die Ränder ein bisschen dunkler sind, ist ja gar nicht so schlecht. Ne? Oh, wenig, nicht zu viel, nicht zu viel. Ja. Tropfen, ne? Das ist sehr gut. Also, wir kommen jetzt zu unserem letzten Wein und kein Mensch weiß, woher dieser Wein kommt. Woher kommt es? Das ist ein großes Geheimnis. Es gibt eine Insel Bhutan. Ich habe etwas davon gehört. Ja, du kennst Bhutan. Ne? Also, wir haben eine Wurzel von Bhutan in uns. Und Bhutan ist irgendwo zwischen Afrika, Madagaskar und Argentinien. Und Bhutan hat erst vor 2 Jahren angefangen, Wein herzustellen. Also man muss jetzt zum Beispiel, Georgien hat 8000 Jahre. Das modernische Menschen etwas mit Afrika, Argentinien und Madagaskar, was Ähnliches haben. Meinst du? Also ich nicht, aber
Nee, nicht unbedingt, nicht unbedingt. Also Butano ist, das sind Menschen, die, die haben vor 5 Jahren Wein gepflanzt und vor 2 Jahren den ersten Wein gemacht. Die Farbe ist ein bisschen spezieller von Butano. Lila? Ja, so geht Richtung lila, rot. Ja, genau. Also wir probieren so ein bisschen. Das gefällt mir. Zum ersten Mal so ein Wein getrunken. Das ist ein Butano-Wein. So, auf Butano, Jungs, ihr macht guten Wein, haben wir gehört. Und, so. Boah, das ist schon... Voll lecker. Ja, sehr gut, Butano. Ich habe gar nicht erwartet, dass Butano so ein gutes Wein macht. Und ich habe die Idee, Butano hat so einen leckeren Lederwein. Ich würde es gleich drauf gießen. Ich auch. Ja? Okay, dann können wir jetzt so mit diesem Wein die Ränder gießen. Guck mal, die dunkle Farbe, die wir haben wollten, ist jetzt da. Auch in der Mitte wissen. Und Butano ist ja 213. Land auf der Landkarte. Wir kennen gar nicht, dass es Butano gibt. Aber Butano, mein Gott, das ist ja eine Geschichte. Tja, also mit Butano haben wir das nicht. Das ist schon viel besser. Also Butano hat Rotwein, das ist schon Rotwein mit lila Geschmack. Und, aber wir haben gar nicht über Geschmack geredet. Butano-Wein schmeckt überhaupt. So, jetzt können wir so ein bisschen Ränder machen, genau das wolltest du. Also ich sage jetzt, ne, ich denke das da. Butano-Wein hat so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, nach weißrussisch-aserbaidschanischem Wein geschmeckt. Das wirklich. Das weißrussisch dabei ist. Und ja, Weißrussland ist ein tolles Land. Auf jeden Fall. Und also auf jeden Fall hat Butano-Wein Potenzial. Da kann man Matsch entstehen. Okay, wir haben jetzt etwas erreicht, wo Weingeschmack erstmal aufgeschöpft ist. Und jetzt können wir uns überlegen, was man hier noch machen kann. So, meine Lieben, wir sehen jetzt noch das Bild. Und Julia, was denkst du, was fehlt da noch? Was ist deine Vorstellung des Bildes? Also meiner Meinung nach, wir brauchen ein bisschen weiße Farbe. Ganz genau, was Helles. Auf jeden Fall was Helles. Du es weißt, ich würde zum Beispiel haben wir Gelb gar nicht. Mm. Wie stehst du zum Gelb? Also Gelb mag ich auch nicht. Magst du nicht? Nee, aber ich glaube, vielleicht so hellgelb würde passen. Okay, gut. Jetzt vergessen wir Weingeschmack, jetzt gestalten wir einfach das Bild, was das Bild braucht. Okay, du kannst auch mit Weiß machen, wie du meinst. Ich mache hellgelb und dann tröpfen wir einfach ganz, ganz, ganz wenig. Brauchst du Wasser? Soll ich? Okay. Hier ist Wasser. Was du weißt? Mhm. Okay. Dann nimm einen dünneren Pinsel, genau. Und ich würde das so machen. Mhm. Guck mal, so. Tröpfen, genau. Da einstellen, so kleine Tröpfen. Kleine Insel. Ein bisschen wenig, nimm ein bisschen mehr. Ja.
schon. So. Man kann auch so, guck mal so. Ja, yes. Da hat man so Linien. Das macht immer sehr gut. Das bringt ja so eine gewisse Wildheit. Jetzt kommt es auf die andere Seite. Dadurch werden die Bilder ein bisschen spaciger. Ja. Oh, ja, das machen wir gleich weg. Sehr gut. Ich glaube, wir sind fertig mit dem Bild. Was meinst du? Kann man da noch was machen? Ich glaube auch. Wir sind fertig. Vielleicht ein bisschen so. Oh, das wird dann alles, das wird jetzt alles, wenn man das jetzt bewegt, das ist gefährlich dann. Das darf man gar nicht mehr so begegnen. Ja, das ist jetzt unser, wie nennen wir das Gedicht? Das ist ja, der Titel ist auch sehr wichtig. Heimat. Butano? Ja. Ich hoffe nicht, aber Heimat auf jeden Fall, weil wir haben die ganze Zeit monarchische, georgische Wein getrunken. Okay, portugiesische ist einfach unser Soulmate, weißt du? Ich glaube Heimat. Butano? Wäre doch auch dabei. Cool. Wir nennen das Englisch Homeland. Homeland. Das Bild heißt Homeland. Ja, dann sind wir jetzt mit dem Bild fertig. Damit ist Art Show zu Ende. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Das war voll toll mit dir zu malen. Mit dir auch. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Wir machen es noch weiter. Tschüss.